So, wir reagieren noch auf ein spezielles Video, und zwar eins vom SRF. Als das Coronavirus die Schweiz erreichte, Reportage mit Daniel Koch. Chat, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Es ist eigentlich ein sehr kurzes Video, in dem das Coronavirus in die Schweiz kam. Und ich habe das noch nie gesehen. So. Und ich dachte, ich würde das gerne mal mit euch schauen. Was meint ihr? Klingt auch spannend. Und ich möchte jetzt noch mal reinschauen, weil das Ganze ist ja schon wieder ein bisschen Zeit her. Mal gucken, okay? Also komm, ich schaue rein. Mittwochmorgen, 8 Uhr, BAG. Daniel Koch, wie er lebt. So ein dünner Sieg, also wirklich. Im Büro von Daniel Koch herrscht schon jetzt angespannte Stimmung. Ein erstes Blickinterview hat er schon hinter sich. Jetzt geht's darum, wie weiter am Morgen nach dem ersten Fall. Was hier beraten wird, ist wegweisend für uns alle. Also schnell zum Einordnen, ich glaube, es geht darum, das SRF hat dann Daniel Koch begleitet, ich glaube eben am Vormittag, wo der erste Corona-Fall ist, wie gemeldet wurde. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wäre glaube ich Mittwoch gewesen, wo ich weiss, der erste Corona-Fall ist am Dienstag gemeldet worden. Mittwochmorgen, 8 Uhr. Und ich finde es jetzt einfach spannend zu sehen, wie ist das rückwirkend passiert gewesen, oder? Weil man weiss jetzt heute viel mehr darüber, es ist viel mehr bekannt, und es nimmt mich wunder, wie sieht so eine Sicht aus im März auf die ganze Situation, wo ja noch nichts war. Da war noch gar nichts. Und das nimmt mich jetzt wunder. Wie geht Daniel Koch mit dieser Verantwortung um? Es ist ja nicht so, dass ich das allein verantworte, sondern wir sind ein Team. Und wie der echt schon gut aufsteht. Er hat gar keinen Bock. Er hat gar keine Zeit zum Hocken. So unterwegs. Mit dem Team zusammen tragen wir natürlich die ganze Verantwortung. Ich muss schnell schauen. Das Telefon läutet. Ja, Koch. Grüß dich, Frau Hummel. Ja, okay. Darf ich schnell. Dazu. Uff, okay. Offenbar ein heikles Telefonat. Das Fernsehteam muss raus. So ist es abgesprochen. Wir dürfen von außen weiter filmen, aber ohne Ton. Die Bilder sprechen für sich. Shit, also ist ja schon. Du musst dir ja vorstellen, das war eine Situation, die hat man so noch nie kennt in der Schweiz. Ihr Team war quasi für das verantwortlich. Einer schreibt, es war sicher seine Frau. Echt, schaut schon nur auf Gesichter, Mann. Gibt es weitere Fälle? Daniel Koch gibt sich bedeckt und leicht gereizt. Hat es jetzt neue Fälle gegeben, darf ich fragen? Das kommt später. Wie sich später herausstellen wird. Statement? Dort haben Daniel Koch und seine engsten Mitarbeiter gerade erfahren von einem zweiten Fall. Im Aargau. Offiziell bestätigt wird dieser erst 36 Stunden später. Stimmt, der zweite Fall im Aargau. Okay. Oh shit. Also der erste Fall hat es wie gegeben. Dienstag, zweite Fall Mittwoch. Und der jetzt geht vorfahren. Fest steht, das Coronavirus ist definitiv in der Schweiz angekommen. Zeit für drastische Maßnahmen? Das Team diskutiert weitere Möglichkeiten. In Deutschland machen wir jetzt die Schulen schließen. Das ist eigentlich keine Maßnahme, die irgendeine. Eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, das Schulobligatorium wird vorübergehend aufgehoben. Dann können die Eltern die Kinder zu Hause behalten, wenn sie wollen. Also das waren noch Zeiten. Also er sagt hier, Deutschland tut die Schulen zumachen, kann man in der Schweiz sicher nicht. Da sagt meine Abschlussprüfung etwas anderes, lieber Herr Koch. Nein, also es ist schon krass, wenn man so zurückschaut, was dann wirklich passiert ist. Und er sagt halt hier, nein, man kann das Schulobligatorium aufheben, also außer Kraft setzen, sind eigentlich quasi die Leute, die wollen, können kommen. Und, ja, wahrscheinlich. Und die sie zu der Schule machen, das können sie sicher. Noch wird in Sachen Schulen nichts entschieden. Für solche Maßnahmen ist die Zeit an diesem Mittwoch noch nicht reif. Viel später kommen. Die Schwierigkeit ist abzuschätzen, was kommt als nächstes und was ist als nächstes gefordert. Es ist fast so ein bisschen wie im Sport. Ehrenmann. Daniel Koch, wirklich grösster Ehrenmann.
Er vergleicht die Pandemiesituation nicht mit dem Sport. Also ja, ich kann es ja verstehen. Aber Timing ist das A und O von der ganzen Geschichte. Man darf nicht zu früh sein, man darf es aber nicht verpassen. Und das ist wie im Sux, lieber Chat. Man darf nicht zu früh sein, man darf nicht zu spät sein. Und von dem her ist zur richtigen Zeit das Richtige machen, genau. Das Richtige sagen und die richtigen Massnahmen treffen. Das ist das A und O. Eine Gratwanderung, die ihm auch immer wieder Kritik einbringt. Das BAG handle zu langsam, verharmlose, unterschätze die Gefahr, heißt es. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles richtig mache. Ich werde einen Fehler machen, das ist völlig klar. Chat, jetzt nur, weil es anspricht. Denkt ihr, der Daniel Koch und sein Team, also grundsätzlich das BAG, hat alles richtig gemacht? Denkt ihr das, Chat? Oder was seid ihr? Was denkt ihr? WW schreibt ja, nein. Ob alles oder nicht, weiss ich nicht, aber sie haben gute Arbeit geleistet. Im Nachhinein nicht, aber sie haben es sicher sehr gut gemacht. Okay. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, sie haben sicher nicht alles richtig gemacht. Das BAG, also im Moment machen sie relativ viele Fehler. Also dann muss ich sagen, sie haben meiner Meinung nach gut gehandelt, außer das mit den Masken. Ich finde, das mit den Masken ist wirklich peinlich, was sie sich da erlaubt haben. Zu sagen, Masken sind nicht notwendig und man hat genau gewusst, es sind zu wenig Masken rum, man musste kaufen. Das ist wirklich, das ist peinlich gewesen. Das Thema Masken und dann auch so zu einführen, so shady einzuführen, nicht zum Herstellen und sagen, schau, wir haben einen Fehler gemacht mit den Masken, die bringen doch etwas. Sondern man hat es mal so ab und zu auf ein Plakat drauf geschrieben und dann, ja, man sollte jetzt mal und im ÖV, ja, man sollte. Und, also dort finde ich, im Thema Masken sind sie bei mir recht unten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, ich kann mit dem recht gut umgehen. Also das belastet mich nicht. Nach zwei hektischen Stunden gibt es ein paar Minuten Entspannung. Ein Kaffee muss drin liegen. Auf dem Weg dahin eine kurze Lagebesprechung mit seinem. Also da auch noch, schon nur weißt du, so Mindestabstand, Händeschütteln, Körperkontakt. Dann noch kein Thema. Zwei Corona-Fälle in der Schweiz an zwei Tagen. Heute sind es irgendwie knapp 300 oder über 300. Abstand noch gar nichts, Maske noch gar nichts. Einem Chef, BAG-Direktor Pascal Strupler. Ja, doch, doch. Für Sie organisiert. Sie sind die glücklichste Person im ganzen Haus. Ihr Lachen ist der Sonnenschein für den ganzen Tag. Herr Koch weiss, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Nein, einfach eher mal. Doch schnell gilt's wieder ernst. Die Taskforce-Sitzung steht an. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen der Abteilung für übertragbare Krankheiten ist seit Wochen ausschließlich mit dem Coronavirus beschäftigt. Klar, dass wir auch hier während der Sitzung nur von außen filmen dürfen. Hier werden die neuesten Informationen ausgetauscht und Plakate werden gemacht. Aber da ist doch die Maske drauf. Hier sehe ich doch. Ich bin perfekt drüber. Hier sehe ich doch oben eine Maske. Das war aber nicht auf dem Plakat, oder? Und Strategien entwickelt. Unter anderem legt Daniel Koch letzte Details der Informationskampagne über die Hygienemaßnahmen fest. Noch halten Daniel Koch und sein Team. Das nimmt mich jetzt schon Wunder. Von wann ist das Video? 27. März. Und gefilmt ist es. Sicher Anfangs März oder so. Hier sehe ich ganz klar, dass auf dem Plakat eine Maske drauf sein soll. Aber sie haben doch zu dem Zeitpunkt gesehen, dass keine Maske notwendig ist, dass das nichts bringt. Weil hier sieht man ja Gruppen nein, Handschütteln nein, Handwaschen, Abstand 2 Meter hier noch. Und da ist doch ganz klar eine Maske. Und das war nicht drauf, oder? Ich kann es aber leider nicht lesen. Es wäre noch cool, wenn man es könnte lesen. Aber mal schnell. Aber bei Fieber und Husten könnt ihr es lesen? Ich kann es nicht lesen. Ich weiß noch nicht, ob es Deutsch ist oder echt Lorem Ipsum Text. Informationskampagne über die Hygienemaßnahmen fest. Noch halten Daniel Koch und sein Team an der Strategie fest, jeden einzelnen Fall zu erfassen und in Quarantäne zu setzen. Sprich, für immungeschwächte Personen denkt, ja, ich weiß es nicht. Aber sie hat dann echt stief und fest behauptet, es sei gar nicht notwendig. Das werden sie erst ändern, wenn so viele Fälle auftreten, dass sie sich nicht mehr zurückverfolgen lassen. Ab dann rückt für Daniel Koch der Schutz von besonders gefährdeten Menschen, also vor allem von Älteren, in den Vordergrund. Das wäre eine Strategie, wo man Empfehlungen abgeben würde. Schaut nicht Grosseltern besuchen,
schauen in den Home, man muss die Psyche einschränken, man muss schauen, wie wer darf besuchen. Man darf dann zum Beispiel in einem Altersheim nur noch Leute hineinlassen, die eine Maske tragen, weil man ja dann nicht weiss, könnte dort jemand kommen, der infiziert ist. Also es sind solche Massnahmen, die dann auch sehr spezifisch sind und wo wir dann selbstverständlich auch müssen spezifisch kommunizieren müssen. Ja, spezifische Massnahmen. Tatsächlich war es dann so, dass wir gar nicht dort dürfen gehen, Leute besuchen etc. Also man sieht, man merkt noch sehr am Anfang von der ganzen Situation. 48 Stunden nach diesen Aufnahmen verbietet der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Stimmt, ja. Der Kampf gegen das Coronavirus hat gerade erst begonnen. Mhm. Und Daniel Koch wird weiterhin im Mittelpunkt stehen. Heute leider nicht mehr, heute ist er pensioniert, aber gleich sehr, sehr cooles, kurzes Video gewesen zu den Anfangszeiten vom Coronavirus. Aber man sieht dann die Stimmung noch sehr angespannt. 2 Fälle hat es dann gegeben, man hat gemerkt, fuck, da passiert etwas und heute sieht es ein bisschen anders aus. Ja, eben. Wenn du denkst, jetzt ist schon September und das Ding läuft eigentlich schon ein halbes Jahr. Ja, also man muss jetzt wirklich so sagen, Corona hat hier wirklich offiziell eigentlich angefangen im März. Im Februar ist es wirklich so, ist es eigentlich übergekommen. Im März war es dann wirklich da gewesen, fest da gewesen. Und ja, die Woche war crazy gewesen. Ja, ich weiss noch, wo ich bin dann, ich weiss eigentlich noch, im März, wo sie das verkündet haben, mit dem, dass die Schule zugehen, das war Freitag gewesen. Ich habe richtig gedacht, es wird jetzt ein Wochenende, ich habe nächste Woche 4 Tests, ich muss richtig viel lernen, keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann war es so gewesen, Bundesrat hat Medienkonferenz und wir sind alle in Mathematik, wo gut war, dass es Mathematik war, das hat mich verdammt angeschissen, immer ins Mathe gehen. Haben wir das geschaut und dann ist es so wirklich so gekommen, eben alle Schulen werden geschlossen, bla bla bla. Und dann war es wirklich so, ey, alle Tests weg. Und es war so ein surreales Gefühl gewesen, wo du echt gewusst hast, hey, keine Ahnung, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Und eben, jetzt, wie es einer geschrieben hat, das ist, man muss wirklich sagen, wir haben September und das Thema ist seitdem nicht weniger geworden. Einfach nicht. Wenn man gut nach Deutschland schaut, die ganzen Demonstrationen wegen der Maske, auch bei uns, Maskenpflicht, die in ein paar Kantonen jetzt kommt, ein halbes Jahr später, ist krass. Ist sehr, sehr krass. Aber ich hatte noch einen Franz-Test gehabt. Ja, ich hatte so viele Tests noch gehabt. Und das war alles weg. Es hat auch sicher seine gute Seite gehabt, aber eben, es ist sehr schwierig, auch nach wie vor. Aber hey, merci mal, ihr zugeschaut. Sehr, sehr wild gewesen. Vielleicht können wir ja noch mehr reinschauen, aber merci viel für mal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Let's go. We'll be right back.